Team von Kaufmann Wine & Drinks scheucht keine Anstrengung, um Ihnen die beste Auswahl aus der ganzen Welt offerieren zu können. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selber beim Kaufmann Wine & Drinks in Bettwil oder im Lädelitz Arlesen. Neueröffnung im Binnigen, Vittorio, Stromer. Stromer als Inbegriff für Elektrizität auf dem Velo. Man kommt schnell und gut vorwärts. Jetzt kennt man ja eigentlich E-Bikes, aber das ist jetzt doch hier noch mal ein bisschen ein anderes Kaliber. Ja, es ist vor allem auch ästhetisch ein Velo, so wie es eigentlich aussehen sollte. Schön harmonisch, wir wollen, dass es ansprechend ist. Und der Akku, der ja häufig so ein bisschen ins Auge sticht, schön verpackt ist. Oder? Wir haben schwedischen Designer, der Magnus, der entwirft unsere Velo und das ist das Resultat. Ist man denn jetzt mit denen auch schneller? Also, wir haben ja drei verschiedene Geschwindigkeiten, die man fahren kann. Und ich würde sagen, der Stromer gehört ganz bestimmt zu den schnellsten. Der geht 48 km/h schnell, aber es kommt natürlich auch immer auf den Fahrer an, oder? Wie viel Druck es er aufs Pedal gibt und welchen Modus das er einstellt. Bei mir ist jetzt der Creator von diesen Velos, der Tömu. Tömu, wie wird man eigentlich so Velo-Erfinder oder Designer? Ja, es hat vor 20 Jahren angefangen. Es war eine Kombination von Velofahren, Velo kaufen, Velo verkaufen, handeln oder eben handeln, aber vor allem mit Leuten etwas machen können. Und ich habe das Produkt geliebt. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und habe es schon dann als kleiner Gil mehr geliebt als unsere Tiere, die wir hatten. Wir haben jetzt ein Projekt gehabt, vor 3 Jahren, als wir gestartet und haben gesagt, wir wollen das iPhone unter dem E-Bike sein. Es muss ein grösseres Sexappeal haben, es muss ein integriertes System sein, wo der Akku und die Batterie und der Motor und alles zusammen integriert ist. Es muss beim Bergabfahren rekuperieren. Wir wollen schnell so machen, wo bis 50 Stundenkilometer geht, dass man wirklich so schnell wie möglich mit einem hohen Sexappeal von A nach B kommt. Was kann man jetzt für Zukunft an den Velos noch verändern? Kriegen Sie mal Flügel? Nein, es ist immer das Gleiche. Vor 5 Jahren haben wir gesagt, jetzt geht es fast nicht mehr besser. Wir haben ein grosses Entwicklungsteam von mittlerweile über 25 Leuten, die jeden Tag dran sind, diese Ware besser zu machen, zu optimieren. Und ja, könnt gespannt sein auf die nächsten 2-3 Jahre. Wir haben viel in Pipeline. Und vor allem, dass wir auch das passende Velo unter jedes Viertel bei uns in der Schweiz bauen können. Wenn man mal so eins gekauft hat, wie ist das? Gehen die schnell kaputt? Haben die überhaupt eine Werkstatt? Wie anfällig sind die? Also, unsere Velo werden ja in Bern montiert. Jedes einzelne Velo wird von einem Mann montiert und tut dann sein Name draufschreiben. Und bürgt so sozusagen mit seiner Professionalität, dass die Velo gut hergestellt werden. So wie alle Gebrauchsartikel kann immer irgendwie etwas kaputt gehen, aber wir haben etwa 20 Mechaniker, die tätig waren bei uns im Werk in Bern. Und wir haben hier und in jeder Aussenstelle vom Stromer und vom Tömus Veloshop haben wir professionelle Mechaniker.